Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Midnight Train Chapter 2. So, was erwartet uns hinter der Tür? Okay, könnte ein Rätsel sein. Was haben wir denn hier? Erde. Ich denke, wir sollten auf diesen Tisch etwas legen, das das Element Erde repräsentiert. Leichter gesagt als getan. Wir sollten weitere Untersuchungen... Oh Gott, ich komme gerade nicht auf das Verb, was man dahinter setzen muss. Anstellen? Weitere Untersuchungen? Wir sollten die Untersuchungen vorantreiben. So. Es muss doch hier in der Nähe etwas geben, das wir verwenden können. Also Erde, Luft, Feuer und Wasser vielleicht? Ui, okay. Das ist ein Holzfass. Holz. Oh, das könnte nützlich sein. Das sollten wir mitnehmen. Wie, das ganze Ding? Ich wollte gerade sagen, oh, es ist zu schwer, ich kann das nicht bewegen. Du wohl auch nicht. Ach, ist ja egal, wir werden schon was anderes finden. Na gut. Hier haben wir ein Kandelaber. Okay, jetzt haben wir ein Kandelaber. Das ist an sich ja Feuer, aber es ist halt nicht an, ne? Das ist das Problem. Oder haben wir was zum Entzünden? Nee, haben wir nicht. Die Feder haben wir noch dabei. Ah! Die warmen Flammen erhellen den Raum. Vielleicht können wir den Kandelaber... Sehr schön. Das ist doch super. Oh, und da ist Holz. Ja, jetzt haben wir auch noch ein Stück Holz. Diese Maschine ist faszinierend. Oh, ich würde gerne alle Knöpfe drücken. Aber das wäre wohl keine gute Idee. Definitiv nicht. Scheint eine alte Maschine zu sein, denn sie ist voller Staub. Okay. Ah, damit können wir Wasser holen mit dem Eimer. Was haben wir hier noch? Scheint keine nützliche Maschine zu sein. Hier sind ein paar Pläne für Maschinen. Ach, noch mehr Mülleimer. Ich will die nicht schon wieder durchsuchen. Oh, sie sind leer. Nun ja, dann muss ich mir zumindest nicht wieder die Hände schmutzig machen. Okay, hier ist dasselbe. Gut, hier waren wir ja ziemlich erfolgreich jetzt. Dann würde ich sagen... Ach, wir gucken erstmal hier noch. So, diese Boxen stinken. Da ist nichts Interessantes. Ich wünschte, ich könnte mich hinsetzen und ein Weilchen ausruhen, aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Dies sind künstliche Blumen. Ich glaube, die können wir nicht verwenden. Okay... Was haben wir da noch? Ach so, auch nochmal, die stinken. Also die sind alle künstlich. Aha, kleine Insekten schwimmen auf der Wasseroberfläche. Da benutzen wir doch mal Wooden Bucket. Yes, please. So, super, das haben wir jetzt auch mit Wasser gefüllt. Was fehlt uns denn jetzt noch? Wir haben Erde, Wasser, Feuer. Jetzt komme ich gerade nicht auf das letzte. Ach, Air, Naja, eigentlich könnte das leer bleiben, oder? Ich mach das mal eben. Ja, hier machen wir das hin. Beim Feuer machen wir den Kandelaber. Upsa, und hier machen wir den Eimer hin. Scheinbar muss hier doch noch was hin. Was steht da? Ach so, das soll grau sein. Das hätte ich jetzt gar nicht als grau erkannt. Ich speichere mal einmal. Nee, ist schon noch versperrt. Okay, was hätte ich denn hier sonst? Ach, Feder. Wahrscheinlich leicht wie eine Feder. Steht für Luft? Keine Ahnung. Tatsächlich. Na gut. So, dann kommen wir weiter. Oh, die Reisende und der Detektiv. Was tust du hier? Wie konntest du vor uns hierher kommen? Ich habe es euch doch schon bereits gesagt. Ich muss nicht alle Türen öffnen. Ich kenne halt ein paar geheime Passagen. Aber es stört mich schon, dass manche der Türen verschlossen sind. Vorher konnte ich sie nämlich alle öffnen. Folgst du uns etwa? Ich muss schon zugeben, dabei zuzuschauen, wie er versucht zu fliehen, ist ziemlich unterhaltsam. Aber momentan suche ich einfach nur nach Essen.
Essen? Ja, das Essen erscheint jeden Tag an einem anderen Ort, normalerweise im Inneren einer Box. Und wenn man das Essen nicht findet, dann verhungert man. Das bedeutet dann wohl, dass du zumindest schon seit ein paar Tagen hier bist. Versuchst du herauszufinden, wie lange ich hier bin? Ich habe es dir doch schon gesagt. Mein Zeitlimit könnte von deinem abweichen. Jedenfalls lasst es mich wissen, falls ihr Essen finden solltet. Dieser Ort deckt also unsere Grundbedürfnisse ab, zum Beispiel, dass wir essen müssen. Dann ist sein Zweck aber nicht, uns zu töten. Sie wollen, dass wir für immer hier bleiben. Das wäre möglich. Manchmal halte ich sogar neue Klamotten. Aber ich glaube, am Ende sterben die meisten hier. Neue Klamotten? Aber deine sind ganz schön dreckig. Naja, die Kleidung, die du erhältst, ist dieselbe, die du getragen hast, als du zum ersten Mal diesen Ort betreten hast. Meine Kleidung zum Beispiel war dreckig, bevor ich in den Zug gestiegen bin, und deswegen sind auch die Klamotten, die ich erhalte, immer wieder dreckig. Oh, verstehe. Du solltest mir danken dafür, dass ich deinen Job mache, Detektiv. Du bist schließlich derjenige, der diese Informationen herausfinden sollte. Huch, was war das? Ich glaube, ich habe was gehört. Ich habe nichts gehört. Doch, ist ein Vogel, würde ich sagen. Ich habe es schon wieder gehört. Luna, hast du das auch gehört? Ich wusste es. Ich habe es mir also nicht eingebildet. Hört sich an wie ein Vogel. Tsch. Apollo, warte! Warum ist er denn plötzlich weggerannt? Mann, was für eine Schande. Ich wollte doch noch mehr Informationen über dieses Gebäude erhalten. Oh, er hat etwas fallen lassen. Sieht aus wie ein Ausschnitt aus einer Zeitung. Mal schauen. Die Leiche des Sohnes des Bürgermeisters wurde in einer Gasse in Ravenwall entdeckt. Die Leiche war von einem... Oh, wie heißt das? Ich glaube, so eine Zacke von einem Metallzaun. Von einem Metallzaun war die Leiche durchbohrt worden. Das Portemonnaie wurde in der Nähe der Leiche auf dem Boden gefunden, völlig leer. Es ist davon auszugehen, dass der Täter ihn tötete, als er versuchte, ihn auszurauben. Die Polizei sucht noch nach dem Täter. Sie vermuten, es war einer der Vagabunden, die normalerweise in der Gegend herumstreunen. Oh, ich glaube, davon habe ich in den Nachrichten gelesen. Das ist vor 6 Monaten passiert. Du kennst doch Ravenwall, oder? Das ist eine ziemlich große Stadt. Tatsächlich ist es so, dass der Midnight Express Ravenwall mit Bluebell verbindet. Also warst du vermutlich dort. Aber warum hatte Apollo das bei sich? Könnte es sein, Apollo ist... Wir müssen wieder zu ihm kommen. Ich muss mit ihm darüber reden. Ah, ich weiß gerade nicht, worauf das hinausläuft. Was hatte er denn eben für eine Idee? Ich weiß es gerade nicht. Ich freue mich zu sehen, dass es hier auch normale Gemälde im Gebäude gibt. Hier sind leere... Gemälde? Leere... Wie heißt denn das? Oh, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Moment, ich will ein bisschen vorsichtig sein. Was ist denn den anderen Weg? Das will ich jetzt erstmal noch kurz wissen. Leere... Ich komme ernsthaft gerade nicht auf den Namen davon. Jetzt verstehe ich, warum hier so viele leere Kisten sind. Das Essen erscheint also normalerweise in ihnen. Okay. Das sind die leeren Dosen. Ah, hier sind mehrere Zahnräder an der Wand. Es scheint eine Art seltsamer Mechanismus zu sein. Okay, da kommen wir nicht weiter, weil uns fehlen halt Zahnräder. Die hier können wir nicht nehmen. Nee. Gut. Ach, da ist ja ein Speicherpunkt, den habe ich ganz übersehen. Wir gucken uns hier noch ganz kurz um. Oh Mann, ich sitze lieber auf dem Boden als auf so etwas Dreckigem. Oh nein. Oh, jetzt habe ich doch was ausgelöst. Was ist das? Sollen wir da durchgehen? Oh Mann, die Brücke ist so
dünn. Und da drunter sind ganz viele Spieße. wenn wir da runterfallen... Nee, das ist unmöglich. Das ist viel zu gefährlich. Es muss einen anderen Weg geben. Luna? Oh, sag mir nicht, dass du ernsthaft darüber nachdenkst, über diese Brücke zu gehen. Das werde ich nicht zulassen. Das kannst du nicht machen. Ich weiß, du bist unglaublich, aber das ist sogar für dich ein bisschen zu viel. Ich kann nicht zulassen, dass du auf diese Art und Weise dein Leben riskierst. Verstehst du? Bitte tu das nicht. Erinnerst du dich, was Apollo gesagt hat? Es gibt geheime Passagen hier. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, weiterzukommen, ohne über diese Brücke zu laufen. Vielleicht verlieren wir dadurch ein bisschen Zeit, aber zumindest musst du dein Leben nicht in Gefahr bringen. Mal sehen. Wo könnten sie sein? Hä? Bitte nein, Luna! Tu es nicht! Oh Gott. Luna! Oh nein, wieso habe ich nicht nochmal gespeichert? Hilf Luna, über die Brücke zu kommen und vermeide, dass sie fällt. Es gibt Momente, in denen Luna die Balance verlieren wird. Wenn sie fällt, ist das Game over. Oh, danke sehr, liebes Spiel. Ich liebe dich. Ach so, Z. Wie oft denn? Oder drücke ich... Ich dachte halt, man muss dann in die entgegengesetzte Richtung irgendwie drücken, aber... Ja... Na, das sieht doch gut aus. Geschafft! Und eigentlich muss ernsthaft auch noch zurück? Ziemlich anstrengend. Ah... Ich hätte es besser gefunden, wenn so ein kurzes Quicktime-Event ist mit so einer Abfolge, die man drücken muss. Weil das hier ist einfach nur anstrengend. Puh. War nicht schwer. Tu das nie wieder. Verstehst du? Niemals. Oh Mann, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Während ich dich beobachtete. Ich dachte, du würdest fallen. Ich dachte, ich würde dich verlieren. Jedes Mal, wenn du fast die Balance verloren hast, da dachte ich, du würdest vor meinen Augen sterben. Verstehst du jetzt, wie sehr ich gelitten habe? Bitte versprich mir, dass du das nicht nochmal tust. Ich weiß, du hast es getan, damit wir keine Zeit verlieren, aber ich möchte nicht, dass du wieder etwas Gefährliches tust, wenn wir es irgendwie umgehen können. Luna, du bist sehr wichtig für mich. Ich halte es nicht aus, dabei zuzusehen, wie du so etwas tust. Wir haben einander versprochen, dass wir dieses Mysterium lösen würden und gemeinsam fliehen würden. Erinnerst du dich? Also bringt es mir nichts, alleine zu fliehen, ohne dich. Lieber will ich hier für immer gefangen sein, als zu sehen, wie du stirbst. Tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich will nicht, dass du denkst, dass ich das nicht toll finde, was du alles für mich getan hast. Ich hoffe, du bist von dem, was ich gesagt habe, nicht verletzt worden. Hä? Du hast ja so ein großes Lächeln auf dem Gesicht. Habe ich etwas gesagt, das dich glücklich gemacht hat? Ich dachte, du wärst jetzt sauer auf mich, weil ich dich angeschrien habe. Die Wahrheit ist, dass du einfach unglaublich bist. Man braucht echt eine Menge Balance, um sowas hinzubekommen. Mann, ich wünschte, sowas könnte ich auch, aber ich bin viel zu ungeschickt. Ja, du hast recht. Jede Person hat ihre eigenen Stärken und Schwächen. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann bekommen wir alles hin. Wir werden diesen Zug finden. Oh. Und er denkt sich so, warum kann ich nicht auch jemanden kennen, der so cool ist wie die beiden? Ich frage mich, was das für Dinge sind. Ja, irgendwer hatte nämlich unter dem ersten Part in einem Kommentar geschrieben, dass es ja sein könnte, dass er halt hintergangen wurde und deswegen solche Zweifel hat. Und ich denke, das kann sehr gut sein.
Oh, diese Augen wieder. Die haben wir doch auch im ersten Gebäude gesehen. Aber die machen mir keine Angst mehr. Die sind schließlich harmlos. Ich glaube, die Schädel repräsentieren die Geister der Menschen, die hier sterben. Vielleicht repräsentieren diese Augen ja auch etwas. Ich habe keine Ahnung. Diese Gebäude sind so seltsam. Apollo scheint eine Menge über das Gebäude zu wissen. Schade, dass er nicht mit uns kooperieren will. Ich glaube, mehr über das Gebäude zu erfahren, würde uns dabei helfen, einen Weg zu finden, Diana zu retten. Außerdem, wenn wir einander helfen würden, wäre es einfacher, den Zug zu finden. Tja, aber Apollo scheint die Vorstellung einer Kollaboration mit anderen nicht zu gefallen. Er ist lieber alleine. Ich frage mich, warum er das so sehr hasst. Naja, jetzt wo ich darüber nachdenke, er hatte ja erwähnt, dass wir hier niemandem vertrauen können. Ich schätze, das ist der Grund. Ich verstehe seine Argumente schon, ja. Diana hat ja auch versucht, uns die Taschenuhren wegzunehmen. Verzweiflung und Angst sorgen dafür, dass die Menschen schreckliche Dinge tun. Vielleicht ist es besser, vorsichtig zu sein, wenn wir Apollo treffen. Nach dem, was ich in dem Zeitungsartikel gelesen habe, könnte Apollo gefährlich sein. Und ich möchte nicht, dass du wieder in Gefahr gerätst wegen meiner Naivität. Also müssen wir vorsichtig sein. Okay, jetzt will ich aber eigentlich doch speichern, weil ich mir nicht sicher bin, was es jetzt mit den Augen wirklich auf sich hat. Ich habe keinen Bock, dass sie mich gleich wegballern. So mit einem Laserstrahl oder so. Wir schauen uns das mal ganz vorsichtig an. Uhren. Oh, schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben, bis der Zug abfährt. Okay, eine Stunde ist vorüber. Na, wir haben ja noch eine Menge Zeit. Luna, ignoriere die Augen. Dieses Mal müssen wir sie nicht zerstören. Wieso scheinst du deshalb so enttäuscht? Okay, eine alte Holzuhr. Hier ist auch dasselbe. Hier auch. Da auch. Na gut, dann gehen wir einfach weiter. Oh. Versperrt. Gut, dass wir noch gespeichert haben. Hier sind zwei Wege. Oh, was ist das? Hä? Das kann nicht sein. Er hat uns gesehen. Oh, oh. Wir haben keine Waffen. Wir können uns nicht verteidigen. Luna, renn! Wir müssen rennen. Okay, es ist aber automatisch. Oh nein, wir werden wieder getrennt. Wir sind gefangen. Nein, der Schädel wird Luna attackieren. Diesmal kann sie sich nicht wehren. Wenn ich nichts unternehme, Luna, was kann ich nur tun? Was könnte jemand wie ich tun? Oh, keine Zeit, um zu zweifeln. Ich muss Luna beschützen. Hey! Schau dir das mal an. Ich habe eine richtig schöne Taschenuhr. Willst du sie? Dann fang mich doch. Oh, puh, Glück gehabt. Ich habe es geschafft. Luna, du musst ein wenig verwirrt sein. Keine Sorge, nun bist du in Sicherheit. Wie du sehen kannst, war diese Uhr eine Falle. Ich habe die Falle zu meinem Vorteil genutzt und es ist mir gelungen, diesen Schädel zu zerstören. Um ehrlich zu sein, ich war mir nicht mal sicher, dass es eine Falle ist. Es war nur eine Ahnung. Aber ich dachte mir, dass ich es zumindest mal versuche. Wäre meine Annahme falsch gewesen, weiß ich nicht, was ich getan hätte. Naja, ich schätze, dann würde ich jetzt auf jeden Fall nicht mit dir reden. Ich bin vorhin sauer geworden, weil du etwas Gefährliches getan hast und jetzt habe ich einfach dasselbe getan. Es tut mir leid. Ich schätze, in diesem Gebäude haben wir manchmal keine andere Wahl. Aber ich bin froh, dass alles geklappt hat. Du bist nicht verletzt, richtig? Hä? Was ist denn los? Du scheinst überrascht zu sein. Warte. Oh, ich verstehe. Habe ich gerade dein Leben gerettet? Habe ich das wirklich? Das ist irgendwie lustig. So, oh, war ich eben super cool und habe dein Leben gerettet? Oh, ist mir gar nicht aufgefallen.
Nein, ich weiß, dass es nicht so gemeint ist, aber es kommt ein bisschen lustig rüber gerade. War jemand wie ich in der Lage, so etwas zu tun? Unglaublich! Du rettest mich immer und deswegen hatte ich richtig Schuldgefühle, nicht in der Lage zu sein, dasselbe zu tun. Ich würde es bevorzugen, wenn du dich aber nicht in Gefahr begeben würdest. Seitdem ich klein bin, wurde mir immer gesagt, dass ich nutzlos wäre. Ein erbärmlicher Junge, der nichts alleine hinbekommt, aber du warst die erste Person, die sich um mich gekümmert hat. Die erste Person, die an meine Fähigkeiten glaubte. Deswegen möchte ich tun, was auch immer nötig ist, damit du von diesem Ort entkommen kannst. Du verdienst es nicht, hier zu sein. Ich wünschte, wir hätten uns schon früher kennengelernt. Ich habe das Gefühl, mein Leben wäre so viel besser gewesen. Naja, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden. Wir müssen weitergehen. Oh, er hört schon wieder zu und wird noch neidischer, dass sie so gut befreundet sind. Hm, schätze, ich habe falsch gelegen. Celes, dank ihnen wirst du in der Lage sein, von diesem Ort zu fliehen. Oh, oh, oh nein. Er hat irgendwas. Er führt was im Schilde. Ernsthaft, wegen dieser Dinger werde ich noch Albträume haben. Ich guck mal kurz, dann sind hier wahrscheinlich doch keine Wege. Nee, das sah nur so aus. Okay, hier ist nichts. Diese Rohre können wir auch nicht auswählen. Und da ist ein Speicherpunkt. Und das passt gerade perfekt. Meine Lieben, dann machen wir an der Stelle einen kleinen Cut. Und ich bin gespannt, ob wir in der nächsten Folge dann erfahren werden, wer Celes ist und warum es ihr jetzt gelingen könnte zu fliehen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Mädchen ist. Hört sich ein bisschen nach einem Mädchennamen an. So, meine Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.